Allerdings wurden die Zahlen für Juni und Juli nach oben korrigiert. Hier wurden insgesamt 44.000 Stellen mehr geschaffen als ursprünglich angenommen. Die Arbeitslosenquote ist von 5,3 auf 5,1% gesunken. Und das ist der tiefste Stand seit 7 Jahren. Über die Lage an den Devisenmärkten spreche ich jetzt mit Jürgen Meyer von JM Market Research. Schönen guten Tag, Herr Meyer. In den USA, da standen ja heute die Arbeitsmarktdaten im Fokus, stehen sie auch immer noch. Was lässt sich denn daraus aktuell ablesen? Ja, im Großen und Ganzen nicht allzu viel. Wir haben zwar die Revision der ganzen Daten der Mehrjobs in den letzten Monaten, haben dafür im August eine leichte Enttäuschung von 50.000 genettet, kommen wir fast auf die Zahlen, die erwartet worden sind. Das sagt noch nicht sonderlich viel aus, zumal man sich anschaut, dass eben die hauptsächliche Anzahl der Jobs wieder im Regierungsbereich, also im Government, geschaffen wurde. Die Rate ist natürlich etwas nach unten gegangen, aber ich glaube jetzt nicht, dass es Nachhaltigkeit in irgendeine Richtung bringen wird. Die Lage ist nach wie vor auch hinsichtlich einer Zinssenkung unklar. Also ich glaube nach wie vor nicht daran. Damit haben Sie schon fast die nächste Frage beantwortet, Herr Meyer. In der Regel gelten ja die Arbeitsmarktdaten als einer von vielen Indikatoren für eine Zinsanhebung. Wenn Sie sagen, Sie glauben nicht daran, dann glauben Sie nicht daran, dass die FED die Zinsen im September anhebt, oder? Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr anheben wird. Ich bin ja schon immer der Meinung, dass wir es erst frühestens im Frühjahr 2016 sehen werden, den Zinsschritt der FED. Und die Daten, die wir bisher bekommen haben, sind für mich noch kein Anlass zu sagen, hoppla, da ist es, die Lage ist dermaßen gut, dass sie eben diesen Schritt wagen kann. Herr Meyer, gestern haben ja die Aussagen von Mario Draghi bei der EZB-Pressekonferenz den Euro ordentlich nach unten gedrückt. Sind denn diese Kursverluste für den Euro aus Ihrer Sicht berechtigt? Ja Gott, man muss ja auch sehen, dass wir zuvor bis zu 1,17 hochgeschossen sind, ohne dass sich nachhaltig irgendwas geändert hatte an der Lage, sodass man sagen muss, wir haben eigentlich nichts anderes getan, als diese Übertreibungen, die wir vorher nach oben gesehen haben, nur nach unten zu korrigieren. Wir befinden uns immer noch in einer relativ stabilen Lage des Euros über der 1,10, sodass man sagen muss, ja, die Reaktion des Marktes war durchaus angemessen. Ich weiß nicht, woher diese Euphorie gekommen ist, dass man hier plötzlich auch in Europa irgendwas ändern sollte. Dazu ist die Lage einfach noch nicht zu gut, auch wenn die Griechenland-Schlagzeilen momentan nicht mehr in der Presse so häufig sind. Herr Meyer, welche Marken sind denn jetzt aktuell beim Währungspaar Euro-Dollar wichtig? Ja, nach unten ist es die 1,1050, 1,089. Diese Zone muss halten, um den Markt stabil zu halten, um uns immer wieder mal eine Chance zu geben, Richtung 1,1350, 1,14 hochzugehen. Also sprich, die Bandbreite, die wir die letzten Monate haben, fortzusetzen, sollte die 1,0950,80 brechen nach unten, dann hätten wir sogar schon Luft, deutlich nach Süden zu gehen. Und wenn wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft, in die Glaskugel werfen, was ist denn Ihr Kursziel für das Währungspaar Euro-Dollar bis zum Jahresende? Also ich rechne damit, dass wir uns irgendwo im Bereich zwischen 1,08 und 1,10 befinden werden. Wobei ich hier so 1,0880 bis 1,0905 so als bevorzugte Marke sehen würde für den Jahreswechsel. In den vergangenen Tagen und auch Wochen haben ja die asiatischen Börsen für ordentlich Turbulenzen gesorgt. Wie beurteilen Sie denn die Lage aus Währungssicht? Also wie steht es denn um den chinesischen Yuan und den japanischen Yen? Also der Renminbi hatte ja im Prinzip eine Phase der Schwäche, die ja durchaus auch so gewünscht war von chinesischer Seite her. Wir haben ja hier in den letzten Monaten deutlich, oder beziehungsweise in den letzten Wochen muss man sagen, deutlich nach oben korrigiert. Wir sind ja bis zur 6,44 wieder hochgelaufen. Sondern es hat hier gar keine Auswirkungen. Wir sind hier in der Korrektur nach unten, normalisieren die Lage wieder. Das heißt, wir kommen wohl Richtung 6,30 zurück, wo es ein bisschen turbulenter zuging in den letzten Tagen. War natürlich Dollar-Yen, das war aber auch hauptsächlich eben auch aufgrund von dieser Börsenturbulenzen in der letzten Woche, wo wir ja dann bis zu 115 runtergeflogen sind, heute aktuell mit 119. Gut, wir sind etwas unter Druck geraten nach den Arbeitsmarktdaten von 121,50 jetzt runter auf die 119. Aber das ist auch noch im Rahmen dessen, was zu erwarten war. Ich gehe davon aus, dass wir hier wieder einen deutlichen Anstieg sehen werden des Dollars, dass wir uns hier auf Sicht der nächsten Monate wieder auf 125 und darüber hinaus entwickeln werden. Herr Meyer, abschließend, wie sollte man sich denn als Anleger jetzt im Devisenbereich aufstellen? Gut, wenn man auf die Schwäche, auf die weitere Schwäche des Yen setzt, nach diesem kurzen Aufflackern, ist es bestimmt nicht ganz verkehrt. Also sprich, ich sehe den Yen nach wie vor aufgrund der unveränderten wirtschaftlichen Situation in Japan als eine relativ schwache Währung an. Mir ist auch der Schweizer Franken mittlerweile
deutlich zu fest. Ich glaube, dass wir auch hier eine Abschwächung des Schweizer Franken sehen werden, Richtung 1,13 wieder zurückzugehen gegen den Euro. Also von der Seite, das sind die zwei Dinge, wo ich sagen muss, das könnte durchaus stimmungsmachend sein am Markt. Beim britischen Pfund bleibt abzuwarten, wie schnell hier die Zinsspekulation rausgeht. Aber ansonsten könnte man hier sagen, das britische Pfund dürfte eher etwas freundlicher tendieren. Und wir könnten hier vielleicht nochmal so 71, 70er Kurse sehen. Jürgen Mayer, dann sage ich herzlichen Dank für dieses Interview. Einen schönen Tag Ihnen und schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Liebe Zuschauer, nach den Arbeitsmarktdaten hatten wir auch einige Schwankungen beim Währungspaar Euro-Dollar gesehen. Aktuell sind wir mit einem kleinen Plus unterwegs, 0,07%. Das heißt, der Euro jetzt wieder bei einem Dollar 11,32.